Hallo ihr Lieben, ja, eine neue Folge Your Start heißt natürlich auch wieder einen neuen Ausbildungsberuf für euch und heute stellen wir euch den des Verwaltungsfachangestellten oder der Verwaltungsfachangestellten vor und da sind wir beim Kreis Euskirchen. Er ist einer der größten Arbeitgeber hier in der Region mit über 1000 Mitarbeitern und um euch mal zu zeigen, wie vielseitig der Beruf sein kann, begleiten wir heute 5 Auszubildende. Hallo Laura, schön, dass du mich hier empfängst an der Besucherinformation. Und was mich natürlich interessiert, wieso hast du dich entschieden, eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte zu machen? Ich fand den Ausbildungsberuf sehr spannend, da man hier viele verschiedene Bereiche durchläuft, viele Abteilungen sieht und viele verschiedene Aufgaben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Hast du auch einen Lieblingsbereich? Ja, die Polizei. Da war ich auch schon, das ist wirklich sehr interessant. Besonders bei dir ist ja auch, dass du deine Ausbildung hier in Teilzeit machst. Genau, ich bin alleinerziehend, habe einen kleinen Sohn und hier wird mir die Möglichkeit gegeben, das in Teilzeit zu machen. So kann ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Das ist toll und wie ist das denn hier vom ich sag mal so Klima? Ja, wir verstehen uns alle sehr gut. Die Auszubildenden kennen sich auch alle untereinander. Da drüben ist die Alex. Hallo, hi Alex. Hi Janine. In welchem Ausbildungsjahr bist du? Ich bin gerade im ersten Ausbildungsjahr. Bin gerade in der Abteilung 60, Umwelt und Planung tätig. Ich habe euch noch gar nicht gefragt, was sollte man für Voraussetzungen für diese Ausbildung denn mitbringen? Auf jeden Fall einen guten Schulabschluss, Interesse am Umgang mit Rechtsvorschriften und einen freundlichen Umgang mit Menschen. Ja, Freundlichkeit ist immer sehr, sehr wichtig. Und was mich oder die Zuschauer natürlich jetzt auch interessiert, was es hier für verschiedene Abteilungen zu sehen gibt. Was kannst du uns denn zeigen? Ich kann euch das Ausländeramt zeigen, da sitzt die Jana gerade. Du musst Jana sein? Genau, Jana. Ja, so viele junge Damen hier, die ihre Ausbildung hier machen. Erzähl mir doch mal ganz kurz, in welchem Ausbildungsjahr bist du und was durftest du schon machen oder was machst du gerade? Ja, ich bin jetzt auch im ersten Ausbildungsjahr und bin jetzt auch seit gut 2 Wochen hier. Und ich durfte jetzt zu den Publikumszeiten hier vorne mit am Schalter sitzen und zum Beispiel auch Biometriedaten nehmen, wo wir halt Fingerabdrücke von den Leuten nehmen, die hinkommen. Wenn dann die Publikumszeiten rum sind, sitze ich hinten an meinem eigenen Arbeitsplatz und suche im Ausländerzentralregister Akten von Ausländern, die halt zum Beispiel nicht mehr hier im Kreis wohnen und dann verschicke ich die halt an die zuständigen Behörden. Das ist ja jetzt schon relativ viel für 2 Wochen, tatsächlich, was du alles machen darfst. Wo können wir denn jetzt noch hingehen? Wir können noch zum Team Schwerbehindertenrecht gehen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Sie hat mir schon erzählt, dass du seit kurzer Zeit hier bist, im ersten Ausbildungsjahr. Und was machst du denn jetzt hier in dem Bereich? Ja, ich bin hier im Schwerbehindertenrecht und ich gucke meinen Kollegen zu, während sie Kunden beraten und finde sehr interessant, wie sie auf die Einzelnen eingehen. Und außerdem fordere ich schon Befunde von Ärzten an und bei vollständigen Akten leite ich diese weiter zur Stellungnahme. Und warum hast du dich hier für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Ja, für die Vielseitigkeit, die hier in dem Beruf mitschwingt durch die verschiedenen Abteilungen und das strukturierte Arbeiten. Apropos Vielseitigkeit, also wir werden wahrscheinlich nicht jede Abteilung hier uns anschauen können, aber eine können wir uns noch angucken. Wo gehen wir dahin? Wir gehen jetzt zur Führerscheinstelle, da sitzt der Florian gerade. Du bist Florian? Ja, genau. Was machst du hier in der Führerscheinstelle? Ja, in der Führerscheinstelle bin ich zuständig für das begleitete Fahren ab 17 und für die Leute, die den Führerschein bestehen, die kommen zu mir und wir händigen dann hier den Führerschein aus. Was ist dir denn besonders wichtig gewesen in der Ausbildung? Ganz toll fand ich, dass wir einen guten Einblick bekommen haben. Also ich war zum Beispiel in 6 Abteilungen, konnte in jeder Abteilung mich einbringen, mitarbeiten und habe so echt einen guten Einblick bekommen. Dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles Gute. Du bist ja auch bald fertig mit der Ausbildung. Vielen Dank, wir wollen dich weiter stören. Macht's gut. Und dann ganz kurz zu dir noch. Du bist fast fertig mit deiner Ausbildung. Was möchtest du danach machen? Also was gibt es denn hier zum Beispiel für verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten? Ich möchte erstmal hier ankommen und dann eventuell meine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin machen. Dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, dass du mich hier rumgeführt hast. Ja, Laura hat mir jetzt schon ganz, ganz viele Abteilungen gezeigt, aber das sind noch längst nicht alle. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr wissen möchtet zum Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter oder Verwaltungsfachangestellte, dann schaut doch einfach mal auf yourstart.de vorbei.